Willkommen zurück zu einer neuen Folge IMSA Prototypen auf Daytona, Vorbereitung fürs 24-Stunden-Rennen morgen. Dabei ist wieder Tom, wie gestern schon. Und ich habe schon mal einen schlechten Start erwischt. Ich habe einen guten erwischt. Ey, hinter mir ist aber noch schlechter weggekommen. Bei mir hat irgendeiner den Start komplett nur erst auf Track. Ach du heilige Scheiße. Was ist passiert? Hier sind tausende GTEs haben sich abgelegt. Bestimmt 7 Stück standen da am Rand. Erste Kurve oder wo? Zweite. Ah ja. Hier rechts. Ach du Scheiße. Ich bin Fünfter. Ich habe 4 Plätze am Start geholt. Jetzt habe ich die erste komplett verkackt, jetzt wird mich wahrscheinlich einer schnupfen. Außer ich kann mit Windschatten arbeiten. Ich glaube, der Sebastian hat ein gutes Topspeed-Setup gebastelt. Weil der Typ im Windschatten, jetzt bumpt er mich. Er hat mich angeschoben. Okay, die zwei vor mir sind nicht so schnell. Noch nicht so schnell. Hab gerade eine Position verloren. Ist im Windschatten vorbei, der Typ. Wie ist das bei Prototypen, da Reifen wechseln, ja oder nein? Nein, nie im Sprintrennen. Okay. Ich glaube, viel Zeit kostet es bei denen gar nicht. Ich habe noch nie ein Rennen mit dem GP gefahren. Ich besitze den nicht mal. Okay, auf den Hintern habe ich jetzt ein bisschen was rausfahren können. Dann habe ich einen überholt, weil er sich verbremst hat. Jetzt habe ich mich verbremst. Ah, jetzt bin ich Vierter. Oh shit. Schalten sollte man schon. Wo bist du gerade? Ich bin runter auf den Sechsten. So ein gutes Battle hier für den Zweiten. Okay. Zu fünft. Wieder ein Off-Track Nummer 2.
Ah, die wollen schon auf den ersten GT auf. Ups, da habe ich die Wand geküsst. Was bremst der denn so hart? Bei mir habe ich immer das Gefühl, wenn ich den anderen hinterher fahre auf die Schikane zu, dann bremsen die für meinen Geschmack immer viel zu früh. Das ist bei mir aber auch immer so. Ich glaube, das ist einfach so in der Kurve. Ja, der Sebastian hat echt ein Top-Speed-Setup gebaut. Der zieht schon gut an, der Wagen. Nein, du warst zu schnell. Und wieder zwei Plätze zurück. Belastend. Jetzt schon eine 37,8 gefahren. Weit gewesen. Thank you, buddy. Huh. Well, I think you were in the middle of the way. I have zero chance to avoid you. It's not you. Talk about the GTD, the GT3, sorry. I'm up. Wo bist du gerade auf der Strecke? Ich fahre gerade aus der Wahl drauf. Okay, wir sind jetzt. Ich bin gerade Stadtziel. Also genau. Infield hinter dir ungefähr.
Ah, wir nähern uns. Oh, da. Ah, jetzt letzte Runde haben wir nichts aufgeholt, aber ich glaube, wir können auf die vor uns, ranfahren. Ich habe schon 12 Punkte. Weil ich die ganze Zeit kleine Bewegungen habe. Ich habe 5, allerdings alles off-tracks. Drecksschikane, davon 3 in der Schnee, 2. Doch, 3 in der Schikane. Ich krieg die nicht hin. Da vorne geben sich auch's richtig, ey. Alter Vater, was mache ich denn? Hotel mache ich aber immer noch 16 I-Rating gut, immerhin. Da war ich viel zu schnell. Ah, oh, das hat Zeit gekostet. Krass, bis zum zweiten fahren wir alle die gleichen Zeiten. Ach du Scheiße. Weil der zweite hat, glaube ich, eine schlechte Runde. Was ist passiert? Ich habe schon 16 Punkte. 16x. Das heißt, du kriegst gleich eine Strafe? Ja, einen Punkt machen, ich keine Strafe. Du soll Bubi. Geiler Split, ey. Die sind nur am Crashen. Okay, hier. Das heißt, das ist einfach nur 4 Kollisionen, oder wie? Ja. Ich fahre konstant so eine Sekunde hinter denen vor mir lang. Was war das für eine Sprache, bitte? Oh, Englisch war das nimmer. Was ist mit ihm denn? Berührung? Nee, nicht ganz. Letztlich, der wollte in den Turn 1 durch, aber war so weit hinten. Sie einfach gedreht. Ja, wir haben uns berührt, aber kein Vorax. Einmal hin. Hätte ich jetzt gerade fast das Auto weggeschmissen, ey. Holla die Waldfee.
Da war ich gerade echt kurz vorm Abflug, ey. Moment, den hinter mir lasse ich langsam zurückfallen. Oh, Rainer, dein GT3 ist schon an der Box. Wahrscheinlich der, der sich gerade gedreht hat. Ich hätte Schaden. Ich komme auch nicht ran an den vor mir. Was fährst du eigentlich im GT3 für Rundenzeiten? 43er und ich habe mich gerade gedreht. Oh. Das heißt aber auch Penalty, oder? Ja. Das war mein letztes Imsa-Rennen diese Woche. Eieiei, ist das schlecht gerade. Ja, und er fährt mir auch noch in die Karre, ist ja gut. Vor mir hat gerade einen Fehler gemacht, er hat eine Sekunde verloren. Könnte gleich im Windschatten sein. Oh, der Zweitplatzierte ist gerade ein 1,43 gefahren, hat sich wohl gedreht oder so. Alter, wie ich an den Rand fliege. Oh, ein bisschen überbremst, ey. Habe ich aber massig Zeit verloren, ey. Ja, ja, ja. Warum ist vom GT3?
Vom GT3 oder vom DPI? Ja, vom GT3. Überrundet? Ich muss schon in die Box wegen der Strafe. Achso, ja, stimmt, du warst in der Box. Siebter Off-Track. Ah, ist so hart, wie viel mehr Topspeed die Karre hat als die anderen. Ich hole halt einfach auf der Geraden schon auf. Gut, jetzt habe ich wieder Windschatten, aber... Der vor mir kämpft ganz schön mit seinen Reifen. Da hat sich gerade einer im Oval gedreht. GT3 oder? GT3, ja. Ich glaube, er hatte nur einen Motorschaden. Jedenfalls hat er gefahren im Oval. Also meinst du, hat er den Motor einfach hochgejagt? Kann sein, ja. Geht das in iRacing? Ja, aber es ist schwer beim Fahren. Das ist, wenn er zu lange in der Box steht und an ist oder so. Aber beim Fahren ist eigentlich möglich. Seitdem man fährt gegen die Wand. Ich häng gerade den Typen im Getriebe. Aber ich verhaue immer ein bisschen die Ausfahrt auf die Geraden. Jetzt holen wir auch auf die GT3s auf. Fährst du hier nach noch LMS oder ein anderes Rennen oder musst du dann gehen? Ich muss dann los. Okay. Ich glaube, ich fahre heute auch nicht mehr. Vielleicht noch einer LMS, aber Imsa nicht mehr. So wie das Rennen hier läuft. Oh. Diese Drecks-GTs, ey. Kann der nicht Platz machen, ey. Ja, genau, den lässt jetzt durch, ey. Clear on the right.
Schon wieder hüpft er noch ein Stück rüber. Ich krieg diese Streckschikane nicht hin, ey. Neun Off-Tracks habe ich inzwischen gesammelt. Ich bin bei 18. Aber noch keinen einzigen Fünf-Strecke gefahren. Immer nur Crashes. Mal ein Dreher. Jetzt bin ich wieder vor ihm. Jetzt muss ich es noch diesmal auch halten können. Ich muss jetzt zugeben, diese Bumps am Ausgang aufs Oval, die sind echt die Hölle, ey. Ah, oh, schrecklich. Zum Glück haben wir Sitzkontrolle, aber es hilft auch nicht viel. Ja. Ja, Imsa, der Prototyp, der springt da immer drüber. Ja. Passt, er zieht aus dem Windschatten raus und ich bin instant schneller als er, weil ich ein bisschen Windschatten von den GT3s vor mir habe. So, hier kommt schon der erste DP. Ah, das habe ich gut gemacht. Der hängt immer noch hinter dem. Ich habe tatsächlich in die erste Kurve war den GT3 überholt und so, dass der andere Prototyp hinter mir nicht durchkam. Jetzt habe ich gleich mal eine Sekunde Löchlein. Ist denn schneller als du oder gleich schnell? Oder? Nee, ich habe ihn überholt. Aktuell war ich eine halbe Sekunde sowas schneller pro Runde. Aber jetzt habe ich leider an einer ungünstigen Stelle Verkehr. Ich denke mal, ich werde nächste Runde überrundet. Dude! Tja, ich bremse rechts neben ihn an, was macht der? Fährt rechts rüber, fährt mir ins Auto. Jetzt hast du dich gedreht, oder? Nee, ich habe nur einen Off-Track gekriegt sogar. Es war so eine leichte Berührung, dass es nicht mal als Kollision gezählt hat. Fuck, ich habe noch null kalkuliert, wie viel Sprit ich brauche. Ich muss nochmal zum zweiten Mal in die Box. So, zum Schluss. Elfter auf Track. Ich habe noch eine Runde, um es auszurechnen, und dann habe ich. Ah, vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich wechsle trotzdem Reifen, weil. Gefühlt sind die durch. Was habe ich letztes Mal gesagt? 2,5 Liter pro Runde, glaube ich, waren es. Etwas mehr kalkuliert. Ich habe ja mit 3 gerechnet. 3 Liter pro Runde.
Das sind dann noch 17 Runden, das sind 30. Na gut, wir sind jetzt knapp über die Hälfte mit einer Tankfüllung gefahren, ne? 251 Liter. Ja, wir haben jetzt knapp über die Hälfte, ja, könnte hinkommen. Okay, irgendwer war in der Box, glaube ich. Also 52 Liter Tank noch. Lieber so. Lieber ein bisschen zu viel Sprit als zu wenig. Leader is bidding now. Meine auch. Da geht wieder ein Leader. Ja. Boxen einfach nicht verkacken. Optionale Reparatur. Oh, required repairs, okay. Wieso das denn? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich von der Strecke gefahren. Ah, cool. Wie lange waren die Repairs? Eine Sekunde. Ja. Oh, frische Reifen sind so viel schöner. Tatsächlich hat das Reifenwechseln weniger Zeit gekostet als das Tanken. Oder war ich glaub, das nicht? Ja. Im DP kann sich das lohnen. Ich bin vor dem. Nee, ich bin zweiter. Wahrscheinlich bin ich ein ganzes Stück zurückgefallen durch den Stop. Tja, so ist das, Juli. Kumpel von mir gerade im Chat geschrieben. Ja, ich muss trainieren fürs 24-Stunden-Rennen morgen. Habe ich so viel zu viel getankt, dass ich so weit zurückgefallen bin? Ja, du hast halt die Reifen gewechselt. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja gesehen, wie lange er getankt hat und das Auto war wieder unten. Oder der vor mir war einfach noch nicht. Weil ich habe gerade den überholt, mit dem ich die ganze Zeit gebettelt habe, glaube ich. Der war gerade Box. Ich bin Fünfter und habe einen am Boxenausgang noch geholt, damit ich wieder Vierter. Ich bin Neunter.
Also zumindest beim Testfahren haben die anderen Jungs auch gemeint, dass ein Stint auf den Reifen und die sind hin. Und das sind ja ungefähr... Eine Stunde eigentlich. Nee, wir haben... Also hier war der Sprit, wenn du losfährst, hast du ein Dreiviertel voll und der hält eine halbe Stunde. Also Stunde, dreiviertel Stunde ungefähr. Dann ja, ist also der Tank leer. In 24er ist es eine Stunde pro Stint, glaube ich. Echt? Ja. Ist da ein anderer Spritverbrauch eingestellt, oder wie? Also, ich weiß nicht, eigentlich sollte es so sein. Da habt ihr ja einen vollen Tank. Ja genau, aber drei Viertel... Das waren jetzt nicht mal für 33 Minuten, 34 Minuten. Okay, dann sind es wahrscheinlich 50 Minuten. Stimmt, das ist ein Prototyp, die haben wir mal... Ah, da wechselt die, hier sind die Reifen. Frag mich, ob der vor mir einfach noch nicht an der Box war. Ein reifensparenderes Setup fährt. Okay, hat sich gedreht. Ich bin 20 Sekunden hinter Platz 3 und eine Sekunde vor Platz 4. Das schaffe ich nicht, gut hier. Irgendwie fehlt mir gerade ein bisschen Pace. Ich war schon mal Sekündchen schneller. Zehntel Vorsprung haben wir jetzt auf den hinter mir. Der ist aber auch nicht langsam. Er macht vor allem die Schikane deutlich besser als ich.
Absetzen kann ich mir aber nicht von dem. Oh, er hält so die Sekunde Abstand, das heißt, er kann sich auf den Geraden immer richtig schön mit Windschatten wieder ranziehen. Oh Gott, die fahren zu dritt nebeneinander vor mir. Jetzt kommt er. Ich fahre nicht mal so schlechte Zeiten. Ich bin jetzt gerade bei 38,5. Wo bist du gerade auf der Strecke? Rostock. Ah, okay, dann möchte ich in ferner Zukunft überrunden. Ich fahre gerade, die ist. Bin gerade ins Oval rein. In 7 Runden muss ich in die Box. Achso, du warst noch gar nicht. Ja, ich habe voll getankt, aber das war vor der Hälfte des Lebens. Das war irgendwie. Das reicht nicht. Ich musste meine Strafe absetzen und dabei habe ich dann mehr getankt. Musstest du die Strafe so zeitnah machen? Ja, innerhalb von 3 Runden. Ah, okay. Schau mal, gib mir ein bisschen Windschatten, Junge. Und ich habe eine Position gut gemacht. Ah, du bist es doch. Ah, nee, du bist ja eine Runde hinten, ne? Ja. Das heißt, deine Winning Streak für dein I-Rating ist damit gestoppt wahrscheinlich. Ja, ne? Die ist weg. Wobei, ich bin mir gar nicht so sicher. 5 Leute hinter mir. Das könnte sogar ungefähr gleich bleiben, wenn ich dachte, wäre. Ich muss nur mal aufpassen, wenn ich dich überhole. Ich bin letzte Runde in der 38,3 gefahren und der Typ hängt mir trotzdem im Getriebe. Ich halte ihn für dich auf. Nee, brauchst du nicht. Nein, das hast du zu hören. Er ist jetzt vorbei. Ah, den kriege ich schon wieder. Was? Das war ein Kontakt? Klar, ich habe jetzt mal 4 gekriegt. Ich habe den bei mir nicht mal berührt.
Und der hat von mir das Schaukeln angefangen. Also ich glaube, ich habe ihn nicht berührt. War wahrscheinlich Netcode dann. Ja, aber Netcode würde keine Strafe geben. Ich glaube, ich habe ihn schon berührt. Netcode gibt auch eine Strafe. Aber kann auch bei mir wieder von dem weg sein. Ja, aber bei mir kam war immer so. Okay. Ja, keine Ahnung, bei mir kam immer keine Meldung, wenn sich jemand weggedreht hat wegen Netcode. Aber das gibt's auch, dass du den nicht berührst, aber halt mit Netcode und dann kriegst du trotzdem Strafe. Also okay. Vor uns. Ah, du biegst gerade ab? Nee. Nee. Bist du in der Box? Du kriegst plus 81? Nee. Ich fahr noch 5 Runden. Ich kann dir gleich sagen, wenn ich auf dem Oval bin, wie viel I-Rating du verlierst oder gewinnst. Ja, eine Position werde ich wahrscheinlich noch verlieren. Oder sogar zwei. Naja, Juli, ich lese deine Nachricht gleich, wenn ich am Oval bin. Ja, wahrscheinlich ist er zurückgedriftet. Juli meint gerade, dass es knapp war, wenn ich ihn nicht berührt hätte. Muss man im Replay nochmal angucken. Also, du kriegst aktuell 5 I-Rating dazu. Ja, wahrscheinlich, wenn ich noch eine Position verliere, dann verliere ich. Ja, und ja, der Typ ist direkt hinter mir. Ja, und ich muss in die Box. Das wird ein kurzer Stopp, aber trotzdem. Aber nee, der ist 4 Sekunden hinter mir, der 8 Platzierte. Ja, 10 Sekunden hinter mir. Wird eng. Ich hole raus, aber eine halbe Sekunde pro Runde vielleicht. Boah, da habe ich mich fast verbremst. Ich bin auch so mit die zwei linken Räder noch gerade so die weiße Linie berührt. Ich war auch ein bisschen später verbremst. Ich nehme dich nach der Kurve. Ich habe überhaupt keinen Windschatten bekommen. Ja, doch, du müsstest noch Windschatten haben. Ja, ein bisschen, aber jetzt ist er schon weg. Okay, bei den Prototypen wirkt er über 1,5 Sekunden. Weil 18 ist der weg bei GT eigentlich. Also da hast du noch ganz bisschen, aber so. Ah, voll verkackt. Hilft nicht wirklich. Ich überhole alle so easy, weil das eine andere Klasse ist. Also du siehst jetzt oben links, das ist meine Klasse, da bin ich jetzt Vierter. Das sind die Prototypen. Und unten rechts, die blauen, sind die GTEs. Das sind für Langstrecke spezielle GT3s im Prinzip. Ein bisschen anderen Motoren und so weiter. Und die roten, die jetzt auch der Tom fährt mit dem GT3 AMG, sind halt die GT3-Klasse. Und das hier ist halt nicht zu vergleichen mit den GTs. Viel, viel mehr Abtrieb und auch viel, viel mehr Leistung. Also zumindest ein bisschen mehr Leistung, weniger Luftwiderstand.
Of course. Oh, ich habe Stopping Go. Shit, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. 26 Sekunden ist das, ne? Eieiei. Ja, ich mach's dir gleich, dann. Nur weil ich den einen vermeintlicherweise getroffen habe. Oh Mann, das ist ärgerlich. Damit könnte meine I-Rating-Geschichte auch wieder schlechter werden. Warum macht er den Service? Nein. Oh Mann. Der tankt jetzt natürlich erstmal. Ach, scheißegal. Na, jetzt ist eh rum. Jetzt hat er erst nochmal Reifen gewechselt und. Jetzt surfe ich erstmal eine Penalty. Immerhin, der siebte ist eine Runde zurück, das heißt, ich werde wenigstens siebter. Ne, sechster werde ich. Sechster meine ich. Oh Mann. Läuft nicht. Als sechster werde ich vor allem I-Rating verlieren. Das mit dem achten wird auch nichts mehr. Also, dass ich vor dem achten bleibe. Hart unnötig. Gibt's eigentlich da morgen davor noch irgendwie eine Ansprache vom Team gesamt oder nee. Einfach nee. Jeder geht in seine Lobby und fertig? Ja. Ja. Vielleicht werden alle ein bisschen vorher, ein paar Minuten vorher ein bisschen reden, aber kein Briefing oder so. Wie bist du eigentlich dazu gekommen mit dem Team? Ich weiß, ich hatte einen Freund, also ich habe einen Typen im Mazda Cup da im Rennen kennengelernt und dann irgendwie hat sich das so ergeben. Also Formel 1 Liga war ich Owner oder Co-Owner. Geleitet und dann habe ich daraus halt ein iRacing-Team gemacht, also das hinzugefügt. Und so über die Zeit wird das dann immer größer und ja. Und wie ist. Einen neuen Namen bekommen. Und der, der jetzt die ganzen Postings immer macht, macht dann nur Social Media oder? Ja, der macht nur Social Media. Als Hobby oder Fulltime? Als Hobby, ja. Also der hat so einen Instagram-Account mit, glaube ich, 10.000 Followern aufgebaut. Er hat den verkauft, aber. Zahlen 9 gestartet, aber alles ist sorry. Okay. Aber der gibt sich richtig Mühe. Ja, das habe ich gesehen, der schneidet ja auch immer ein Video von jedem Tag. Und ab in die Box. Ich meine, es sind nur zum Glück minus 6 I-Rating, also es hält sich im Grenzen. Ist aber ärgerlich zu dem plus 38, die ich gehabt hätte, wenn ich vorne geblieben wäre. Du kriegst keinen mehr? Ich habe 46 Sekunden oder so Lücke. Ja, dadurch, dass ich halt nochmal Reifen gewechselt und getankt habe. Ah, der ist zu weit weg. Es wird nichts mehr. Musik. Ich kann ja auch gleich sagen, wenn du. Du bist ja wahrscheinlich wieder aus der Box, oder? Ja. Okay. Ja, ich werde dich wahrscheinlich nicht mehr einholen. Der hat vom Führenden geht wieder rein. Thank you.
Immerhin, wenn ich so alleine vor mich hinfahre, fahre ich mal tendenziell unter 39, das wäre schon mal nicht schlecht. Also seid ihr 5 Sekunden schneller als für GT3s, so 4. Wie stark ist dein GT3-Team für Daytona? Oh, wir haben ein 1400 und dann bis in 2 Leute rund um 2000 rum. Ah, ihr seid zu dritt? Wir sind zu viert. Also 2 Leute um 2000 rum und 1400. Und ich. Achso, und du. Okay. Ja. Ich dachte, du warst bei den 2 um 2000. Nein. Okay. Dann ergibt das mehr Sinn. Die drei GTE-Teams werden gut sein. Also diese Purple, Pink und Black werden gut sein. Und dann Green. GTE wird nicht so gut. Und die GT3 sind ungefähr gleich. Mal schauen, ob wir in dem Split fahren, weil ich bin ja jetzt bei 1500. Ich glaube, der Sebastian ist ja bei 1900, dann noch einer 19 und der andere war bei 13, glaube ich. Kommt drauf an, wer sich alles registriert. Es kann ja auch sein, dass nur der 1300er sich registriert und dann habt ihr 1300er, wird das gezählt. Das ist aber, da werde ich mal ein bisschen rechnen und gucken, wie das passt, dass wir im gleichen Split landen.